Ihr habt gesagt, ihr wollt mehr einfache Follow Me Arounds. Also, es gibt mehr einfache Follow Me Arounds. Und ich nehme euch mit das Wochenende an Tour de Suisse. Und ich kann dort ins Auto hocken. Ich kann mit dem Auto mitfahren, das im Feld, also vor oder hinter dem Feld ist. Und da freue ich mich mega. Kleiner Zwischenstopp zum Tanken. Ich bin jetzt in Davos angekommen und ohne Scheiß, es hat noch Schnee. Ich habe definitiv die falschen Kleider eingepackt. Und ich bin jetzt hier im Herzogen Hotel und mache eine kleine Rundtour. Und keine Ahnung, was mich erwartet. Ich komme nicht rein. So. Klein und herzig, hä? Der Spruch des Tages, es wird langsam Sommer, der Regen wird warm. Ja. Oh, schau dir das mal an. Es hat sehr viel Wasser hier. Schau dir die Kulissen an, es ist unglaublich. Da hinten ist der Bagger am Schauen, dass das Wasser nicht überläuft mit denen. Wir sind jetzt gerade hier in Davos unterwegs. Jetzt gehen wir ins Tour de Suisse Village. Und ja, ich bin gespannt, wie es dort wird. Wir sind jetzt hier im Tour de Suisse Village. Und da hat jeder Sponsor so einen Stand. Und man kann so coole Spiele machen. Vielleicht zeige ich euch auch noch etwas. So, da vorne ist der Start vom Zeitrennen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen Stress, wir müssen unbedingt schnell ein Briefing gehen. Wir sind alle am Rennen. Machst du jeden Tag so? Immer, immer, auch ins Traffic. Wir sind jetzt hier für die Sponsoren erste Runde und Viertel nach Sponsor Werbefahrzeug. Ja? Genau. Und jetzt kommt von hinten Sammy. All die Autos, die ihr hier rundherum seht, die fahren alle mit und es sind etwa 30 Autos und ja. Jetzt können wir ein hinter die Kulissen schauen. Beat Weibel, er ist ehemaliger Profi und ja, gespannt. Das ist so ein Mannschaftswagen, da sind die Ersatzbälle drauf. Und ja, das ist Schweizer IAM-Team. Ein Team wie jetzt Movistar oder IAM sind 8 Fahrer unterwegs und etwa 15 Helfer und sind eh immer mit einem grossen Lastwagen und einem grossen Car unterwegs. Das war jetzt gerade der Cancellara. Da sind sich jetzt die Fahrer gerade am Aufwärmen. Ich bin fleissig am Trampen. Ich bin ein Pizza-Auto und ich drehe eine kleine Runde, was da alles gibt. Und ich zeige es so schnell. Wir sitzen jetzt im Auto und da sehen wir jetzt ganz viel Technik drin. Und ich bin schon ein bisschen nervös, weil jetzt geht es gerade los. Ja, haben wir jetzt etwa so
Ja, es ist unglaublich, sie in dem Auto hinten rein. Mich hat es zum Teil nur so hin und her gewirbelt. Und ja, mit einem 100, 110 dort runterlochen, war einfach das Erlebnis. Und ja, es ist mega eindrücklich, wie die das auf dem Velo schaffen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt euch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere so einfache Follow-me-arounds sehen wollt, dann tut das unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.